Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Leitschenspiel. Aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen haben wir auf einmal fünf Einsätze weniger, die uns generiert werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso, weshalb, warum. Ich habe nichts abgerissen. Ich weiß es nicht. Das Problem besteht allerdings erst nach den Serverproblemen heute Nacht. Ich denke mal, das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen legen. Was wir natürlich machen könnten, es kann natürlich sein, dass sie ein Rollback gemacht haben oder machen mussten. Wir können gucken, ob wir noch alles Mögliche haben, was wir haben. 47 Rettungswachen haben wir hier. Plus 3 müssten 52 Einsätze machen. Gut, tun sie nicht, ist egal. Kümmern wir uns nicht drum. Pleite sind wir. Das liegt aber auch nur daran, weil ich als Marinefliegergeschwader 5 in Nordholz schon gebaut habe. Wir haben allerdings noch keinen Hubschrauber. Aber wir haben schon Notarzt, den konnte ich transferieren. Glücklicherweise hatten wir ja den einen oder anderen auf den anderen Standorten schon weiter ausgebildet. So, warum haben wir jetzt hier eingesetzt? Ganz einfach. Kann hier, kann dort und später irgendwann hier. Wir haben ihn einfach. Brauchen tun wir ihn nicht. Um Gottes Willen. Aber es würde aktuell keinen wirklichen Sinn machen, irgendwo anders irgendetwas auszubauen. Ne? Wir sind ein bisschen aufs Warten, verdammt. Ist in Ordnung. Gut. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir jetzt uns erstmal darum kümmern, dass wir die 300.000 für einen Hubschrauber zusammenkriegen, damit wir hier einen Rettungshubschrauber stationieren können und dann ist alles schick. Soweit, so gut der Plan. Ja, als nächstes kümmern wir uns dann darum, dass wir in Goslar, also im Leitstellenbereich Goslar, eine Feuerwehrwache bauen. Ja, und mein Plan ist, dass wir uns von Goslar ausgehend Richtung Hannover erstmal ausbreiten. Braunschweig und so brauchen. Kommt alles, ja, keine Frage. Auch mein Landkreis kommt irgendwann, keine Frage, kein Thema. Allerdings möchte ich erstmal, dass wir die Lücke zwischen Goslar und Hannover schließen. Das ist Punkt 1, wohl allein aus dem Grund, weil da der Weg am kürzesten ist. So. Wir werden uns dann erstmal schlau drüber machen, welche Landkreise dort im Wege sind. Ich weiß es nicht, ich kann es aus dem Kopf nicht sagen. Wir werden uns das Ganze aber angucken. Speichern. So. Werden die jetzt angezeigt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Jo, werden sie. So. Gut, ja, ich sehe gerade, der Landkreis Goslar ist ein bisschen größer. Das ist soweit auch völlig in Ordnung. Das zählt noch zu Wolfenbüttel, das weiß ich. Okay, dann machen wir mal die Frage ganz anders. Wie seht ihr das? Wollen wir grob das Ganze erstmal machen oder wollen wir wirklich punktuell, also wirklich jede einzelne Feuerwehr machen wollen? Leute, ich sag's euch, das ist eine ganze, ganze Menge Arbeit und wir werden wahrscheinlich auch nicht das komplette Gebiet abdecken können, weil uns da die 1850 Feuerwehren zu wenig sind. Verspreche ich euch jetzt. Verspreche ich euch. Ja, das heißt, wir müssen uns überlegen, wo wir dann schließendlich ja die nötigen Wachen hinsetzen. Ja, alles werden wir nicht schaffen. Das weiß ich jetzt schon. Das heißt, wir werden auch irgendwo Kompromisse eingehen müssen. Aber ich denke mal, das werden wir dann so, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ja, gut. Ich meine, aktuell brauchen wir uns darüber keine Gedanken machen. Ich meine, wir müssen erstmal die 50 Feuerwehrwachen knacken und dann werden die 100 Feuerwehrwachen dran. Auch wenn wir das alles in Hamburg alleine unterkriegen, dann haben wir wohl schon mal einen Bundesland abgehakt. Oh. Gut, andererseits, wenn ich jetzt mal so überlege, bei uns im Landkreis, so viel sind das jetzt auch nicht.
Wenn wir jetzt mal alleine pro Landkreis 100 Feuerwehrwachen rechnen, dann haben wir, gehen wir mal von hier oben aus, 100, pauschal 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. Wird knapp. Braucht man nicht rechnen. Es wird definitiv knapp. Gut, so, dann lassen wir uns mal gleich die Landkreise wieder ausblenden und damit, dann ist das Ganze wieder gut. So. Jo, schmeißen wir die Bremse rein. Damit wir hier so ein bisschen vorwärts kommen. Ne? Hubschrauber werde ich uns heute noch organisieren, damit das Ganze fertig ist. Und dann kümmern wir uns erstmal darum, dass wir in Goslar eine weitere Feuerwehrwache einsetzen. Goslar ist am besten ausgebaut von unseren Außenstellen. So. Weiter geht es im Text. Ja, ich habe vorhin dann auch schon wieder so eine Eruption, das ist das richtige Wort, Eruption gehabt. 231 Patienten, also haben wir da auch schon wieder ein bisschen gut was für die Statistik getan. Aber ja, ich musste sagen, also ich habe das Ganze hingekriegt mit den beiden GRTWs aus Hamburg, den vier SEG-Trupps, 5 GW SAN und ich glaube insgesamt 20 RTWs und 10 LAWs. Irgendwie sowas. Also viel mehr war es am Ende auch. Ja, also, um dann nochmal einschließend was oder anschließend oder letztschließend, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, ist mir auch egal, was zu sagen. Jeder, der mir sagt, das sind mir zu viele Patienten. Nee, ich hatte parallel noch ein Großfeuer im Krankenhaus mit 50 Patienten. Das ist problematisch. Aber zeitgleich konnte ich das auch lösen. Alles kein Ding. So. Machen wir den, machen wir den, machen wir den. Das sind 9, also 1, 2, 3, 4. Und hier machen wir 5 von und weiter geht los. Ja, heute Nacht war es tatsächlich so weit, dass gar nichts mehr ging. Also es ging wirklich gar nichts mehr. Also die Seite ist, als wenn das Spiel nicht da ist. So einen Ausfall hatten wir heute Nacht. Gut, den hat er nicht übernommen. Ist egal, machen wir dann in der nächsten Welle. Joa, ich bin ja mal gespannt. Ich hoffe ja allen Ernstes, dass sie irgendwann mal so weit sind und die Server umziehen lassen. Keine Ahnung, woran das hapert. Meine, es hieß ja von wegen, Sebastian soll als Berater zur Seite stehen. Dieses Gefühl habe ich jetzt nicht unbedingt. Weil dann würde das Ganze ein bisschen durchsichtiger vonstatten gehen. Aber gut, ich will nicht schon wieder auf den rumhacken. Die haben genug von mir einstecken müssen. Chapeau. So. Ach ja, Fun Fact nebenbei: Mission Chief ging auch nicht. Ja, da. Also, das Spiel wurde angezeigt, aber der Einsatzgenerator hat nicht funktioniert. Also schien es. Scheint es ein größeres Problem gewesen zu sein und nicht nur diesen Server betroffen zu haben. Ja, nur mal so für die Leute nebenbei erwähnt. Dann hatte ich mir nämlich so überlegt, ja komm, verlegen, ja, nimmst du da dann vielleicht auf, aber ja, jetzt haben wir 8:40 Uhr. Sprechwunsch. 5 Stunden später, wie eigentlich ursprünglich mal geplant. Aber hey, that's life. Passt. Schicken wir den, da und so. Vielleicht reicht's nicht. Werden wir sehen.
Aber ein GRTW darf definitiv dabei sein. Warum? Weil wir ihn haben. Ich weiß nicht, hier haben wir glaube ich auch mittlerweile 4 RTWs drunter. Ne, das sind hier, hier halten wir die RTWs vor, die wir zu Großschadens, also zu wirklichen Großschadenslagen mit Schlepp schicken. Und irgendwann will ich das so haben, dass wir wirklich über die Stadt verteilt. Zumindest erstmal in Hamburg solche RTWs haben. Wir werden auch noch später in anderen Gebieten Reserve-RTWs haben, das ist nicht das Ding. Weil glücklicherweise können wir ja genug Rettungswachen bauen. Ja. Nämlich so viel wie uns lustig. Und das wundert mich bis heute, warum die nicht teurer werden als einziges Gebäude im gesamten Spiel, neben dem Krankenhaus und den Schulen. Ja, gut, was man natürlich noch überlegen könnte, ob man dann vielleicht im Vorfeld in Bremen und in Hannover eine Polizeiort. Das wäre jetzt noch so über eine Überlegung wert, aber ja. Bei ich warte mal, warte mal, warte mal. Ich würde sogar vorschlagen, wir machen das folgendermaßen. Wir bauen in Goslar, dann in Hamburg, dann in Hannover, dann in Goslar. Ne, also in, immer. Goslar, Hamburg, Hannover, Hamburg, Goslar, Hamburg. In dem Wechsel. So machen wir es. Aber nicht Sprechwunsch. Regel. Das werden wir nicht schaffen. Zwischendurch müssen wir hier noch ein bisschen ausbauen, da noch ein bisschen ausbauen und das noch ausbauen und naja, ihr wisst ja schon. Was bist du? Banküberfall. Banküberfall. Ja. So schaut's mal aus. Gut, hier können wir den Hubschrauber mitschicken. Sprechwunsch. Ja, und den SAR, den halten wir uns dann definitiv erstmal für die ganz großen Dinge dann vor. Also den werden wir nicht zu Regelrettungseinsätzen schicken. Sprechwunsch. Weil dafür ist er dann zu weit von dem Einsatzgebiet weg. Aber das ist ja auch ganz klar. Ne, das heißt, den können wir dann zu Verbandseinsätzen schicken, ohne Probleme. Den können wir dann schicken, wenn wir mal wieder eine Großschadenslage haben, wo wir sowieso definitiv eine Dreiviertelstunde für brauchen, bis überhaupt der Einsatz abgearbeitet ist und bis dahin ist ja wie auch immer das Wort. Naja. Ein Klaps auf den Poppes und die Kiste ist vor Ort. Tja, und dann müssen wir noch eine ganze Reihe NEFs in Hamburg positionieren. Wo jetzt aber auch, glaube ich, die Lehrgänge entsprechend fertig sind. Sprechwunsch. Wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, als nächstes. Sprechwunsch. Sprechwunsch. Nach dem. Okay, die Seite hängt schon mal wieder. Ich verstehe nicht, woran das liegt. Die Seite will nicht. Ich weiß nicht, dass man der Seite auch immer zweimal in den Arsch treten muss. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ganz ehrlich. So. Und mit ein bisschen Glück kommen wir mit den Krankenhäusern jetzt auch vielleicht ein bisschen aus. Ja, aber ich sag mal, wenn diese großen Einsätze dabei sind, ich schaffe definitiv aktuell nicht mehr pro Stunde einen Zyklus an Einsätzen. Das kriege ich einfach, das funktioniert einfach nicht. Sprechwunsch. Ja, und frag mich nicht, was das draußen schon wieder für ein Verkehr ist. Ich habe keine Ahnung. Hat sich auf jeden Fall nach einem größeren Fendt angehört. So, dann lass uns jetzt erstmal hier diese Liste fertig machen. Sprechwunsch. Damit wir hier soweit die Einsätze auf dem Laufenden haben. Sprechwunsch.
Du willst den, du kriegst den. Komm, Löschzug einfach auch mal wieder los. Ja, und das mit Goslar, das wird dann natürlich auch so weit dann gehen, dass wir in Goslar natürlich dieses Prinzip mit den Löschzügen auch ad acta legen müssen. Ne? Da müssen wir auch Fahrzeug genauer alarmieren, weil sonst kommen wir hier mit den Systemen durcheinander und dann funktioniert das alles auch nicht mehr. Aber wenn es soweit ist. Gut, dann sollten wir soweit durch sein. Dann können wir den Rest hinterher schicken. So, du willst einen Tragehilfe. Kriegst du. So. Und du willst hier noch ein bisschen Wasser haben, richtig? Richtig. So, Abmarsch. Wunderbar. Das läuft. Ja, nee, hier fahren wir nicht hin. Das ist mir definitiv zu weit weg. Sprechwunsch. Was haben wir denn jetzt hier im Protokoll? Hier im Protokoll ist nichts. Okay. Ist eigentlich jetzt hier der Lehrgang schon fertig gewesen? Nee. Ja, wir gehen ja noch. Ach, 24. Ah. Das sind genau die, die wir brauchen. Gut. Also brauchen wir noch 2 Tage, bis die Einsätze ready sind. Gut, so lange haben wir auch noch Zeit und ich hoffe, ihr auch. Wir sind schon wieder fertig für diese Folge. Ich sage dann mal bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. Bis dahin. Tschüss.